مرحبا. اليوم عندنا مهمة، مهمتنا إنه نشرح المكان اللي موجودين إحنا فيه حاليا. Hier hinterm Saline-Museum entlang an der Saale fällt mir als erstes die große Baustelle ein. Ich weiß gerade gar nicht so ganz genau, was die hier machen. Sprache erscheint uns unsichtbar. Wir erklären uns die Welt danach, was sichtbar ist. Ein leerer Raum deutet auf einen Ort hin, an dem nichts zu sehen ist. Ich beginne zu laufen und bin eigentlich ganz froh, dass ich dieser Straße hinter mir wahrscheinlich jetzt entkommen kann. Der Geschäftigkeit am Ufer gegenüber. Was wird hier eigentlich gebaut? Se escuchan los pájaros que han salido de sus nidos. Hay mucho viento. Frío, invierno, il manque plus que des feuilles et des fleurs, et c'est magnifique. On a une entrée. Les oiseaux, trop drôle. Begradigung der Saale. Wahrscheinlich seit heute Morgen um 7. Die Gäste im Ankerhof haben bestimmt nur kurz geschlafen. Vielleicht wird es aber auch ein neues Wohnen an der Saale. Sehen heißt glauben. Glaube die Hälfte von dem, was du siehst, und nichts von dem, was du hörst. Die Objekte sind es, die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen und unser Verhalten leiten. Der Raum ist das, was wir durchqueren sollten, um die Objekte zu erreichen. Demgegenüber ist eine der wesentlichen Eigenschaften von Klang die Art und Weise, wie er den Raum füllt, die Art und Weise, wie er zusammen mit dem Raum existiert. Der Hörraum ist eine Sphäre ohne festgesetzte Grenzen. احاول انه ما اضيع وانا اشرح الطريق. اعتقد انه من هنا. مهمة الضياع تبدا الان. الارض مبسوطة بالشمس وبحس انه الروائح كلها طلعت. حوالين النهر، لون النهر في شوية رياح، بس مش غريبة. الشمس، السماء صافية، هذا الشيء اللي مش طبيعي اليوم. السماء صافية والجو كتير هادي، بس إنه في شوية رياح. ولما بنظر للنهر، أنا المدينة اللي جيت منها ما كان فيها نهر أبداً، كان في نهر صغير وبسبب الجو كتير صعب إنه الواحد
يكون دائما حوالين النهر. بعتقد ان النهر بالنسبه لي جريانه بيعطي شيء من الحياه، بيعطي شيء شكل مش طبيعي. يعني الواحد مبدا الحريه غير مفهوم للكل، لكن بالنسبه لي لما اشوف النهر او اشوف مجموعه من الاشجار، بشوف نجوم القمر الشمس، هذا الشيء الوحيد لما يكون الواحد لوحده بيحس انه انا مش مقيد باي شيء. Der Hörraum hat keine Grenzen im visuellen Sinne. Der Hörraum ist ein Universum, in dem jegliche Emotion stattfinden kann. Es macht nichts, wenn du nicht jedes Wort verstehen kannst, was hier gesagt wird. Klang konstruiert den Raum und seine Bedeutung. Le printemps commence à arriver, je pense. Cantidad de patos. Oh, là-bas, il y a une statue. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por lo menos 20. Deux personnes. Están del otro lado. Qui se tiennent l'un dans les bras de l'autre. Con sus camperas. C'est comme les statues à Marktplatz. Un perro corre. Une grande statue de... Feliz de la vida, me imagino. Heinrich Heine, je crois. Oh, immerhin Sonne. Am Sophienhafen. Die Schneeglöckchen sind schon durch. Haus 4, Haus 2, Haus 4a, Haus 2a. Kann also nur... Los Patos. Qui représente l'histoire de la ville. حتى لو ما كنت عارف الطريق, لما تكون تمشي في طريق... Noch frühlingshafter werden. Porque la gente se acerca y le ve. Mit Meerschweinchenkäfig. مش متوقع شو اللي حتواجهه. Aber Wetter ist ja auch kein allzu brauchbares Thema. Ich guck mal nach dem Wasserstand an der Saale. Oder vielleicht werden die Automaten angepflanzt. Das mache ich sowieso ziemlich gerne. Ganz einfach, weil ich mache so sitzen, egal wie groß es ist, ob nun Teich, See, Meer oder Fluss. Quelque chose comme ça? Bisklettat. Asher Shobio. Spielstraße. Ante Asher Nebo. Astamir Filmeshi. Y hoy hay un sol espeluznante. Kalina Nambosot. Wenn wir als Kinder zu lesen beginnen, konstruieren wir aus gedruckten Zeichen ein akustisches Bild, das wir erkennen können. So sind wir in der Lage, laut zu lesen. Wir lassen dieses akustische Bild verstummen, wenn wir beginnen, den Klang in unserer Vorstellung mit einem Bild zu ersetzen. Klang und Sehvermögen, gesprochene Sprache und gedruckte Worte, das Auge und das Ohr, sie haben nichts gemeinsam. Das menschliche Gehirn tut nichts, was in seiner Komplexität mit dieser Verschmelzung von Ideen verglichen werden kann, die diese beiden Sprachformen miteinander verbindet. Kinder lernen Sprachen leichter als Erwachsene, weil sie sich auf die akustische Wahrnehmung der Sprache einlassen können und unabhängiger von den Gewohnheiten des Visuellen sind. Lesen. Ah, von Gerhard Geier. Estamos midiendo el río. Der Fluss klingt sehr unterschiedlich. Ehrenschwager der Salzburger Brüderschaft in Thale zu Halle. Der Fluss hat sehr unterschiedliche Klänge. 1982. Mit Marco. Ist ja ein ganz. Marika. Kanter Bildhauer hier. Melen. In Halle und drüber hinaus. Green. Ist eine sehr schöne Skulptur. Ralf. Die habe ich nun heute das erste Mal. Soll. In freier Natur gesehen. Ich glaube, ich habe sie in der Broschüre schon mal und Lukas entdeckt. Sounddesign und Schnitt. Aber nicht Sol Resa. In Natura. Radio Korax. Jetzt muss ich auf. 2018. Fassen. www.klangkartehalle.com. Nicht, dass ich verkehrt laufe, aber die Treppe, die müsste, glaube ich, hier hochgehen. Yes, I can see it.